Servus, grüß dich. Ja, wieder ein Quicktip aus der Werkstatt, bin aber gleich fort wieder. Ich mag ein bisschen Wald rausgehen heute und da zeige ich euch was. Und zwar geht es heute um Pfanne. Um die schöne Pfanne. Bushcraft-Pfanne oder Outdoor-Pfanne oder wie auch immer, Jäger-Pfanne, keine Ahnung. Ihr wisst, ich nutze selber verschiedene Pfannenmodelle schon länger. Ich habe so Edelstahl-Camping-Pfannen, mit denen bin ich hochzufrieden. Ich habe gusseiserne Pfannen. Ich habe Aluminiumpfannen und ich habe mir gesagt, zu meinem 40er möchte ich mir ein Weitler-Pfanderl kaufen. Ein Weitler-Pfanderl, für die, die es nicht kennen, das ist eine handgeschmiedete Pfanne aus dem Kohlenstoffstahl und die ist in einem Stück. Also sprich, die Pfanne und der Griff, das ist ein Stück. Also da ist nichts irgendwie genietet oder draggeschweißt oder sonst irgendwie verbunden, nein, das ist ein Stück. Ja, so eine wollte ich mir nicht kaufen. Da habe ich lange rumgeschaut, die sind sehr teuer und habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, was es da so gibt. Da habe ich ein bisschen bei anderen Bushcrafter geschaut, was das verwenden und bei anderen YouTubern und da bin ich auf jemanden aufmerksam geworden, der da Empfehlung ausgesprochen hat und hat das sehr gut erklärt. Und zwar war das der Kollege, der Atze, der Buschpirat. Ihr kennt es noch. Gehe voll davon aus, wer noch nicht kennt, verlinkt euch und schaut rein, das ist ein sehr netter Kollege, für den mache ich gerne mal ein bisschen Werbung. Der beschäftigt sich auch mit Outdoor, Bushcraft, Tracking, Übernachtung in einem Wald und so. Ich zeige euch das ganz kurz einmal im Handy. Und zwar schaut das so aus, das ist der Atze, der Buschpirat. Genau, der hat auch sehr viele Videos da drin. Ich hoffe, man sieht es jetzt gescheit. Genau. Wie gesagt, ich verlinke euch und das ist ein sehr netter Kollege. Ich finde ihn sehr sympathisch. Stehe ein bisschen in Kontakt mit ihm derzeit. Und ja, der hat mir irgendwie den Anstoß gegeben auf diese Pfanne. Und um die geht es ja nicht. Das ist die Stabilo Therm. Das ist eine Jägerpfanne aus Schweden. Und die hat eine schöne Größe für mich. Für mich reicht die. Und das, was mir unheimlich gut gefällt, das ist ein Klappgriff. Und ich habe die auch bei vielen anderen YouTubern gesehen, die sind alle hochzufrieden damit. Das ist auch eine Kohlenstoffstahlpfanne. Und ja, die möchte ich eben halt bearbeiten, weil die ganz neu ist. Und da möchte ich euch mitnehmen. Schritt für Schritt, wie man sowas macht. Viele wissen es. Und viele wissen, dass es sehr viele verschiedene Wege gibt dafür, wie man es macht. Manche schwören auf den, manche auf den. Ich zeige euch den meinen, wie ich sowas einbrenne, wie sowas behandelt und wie ihr das macht, müsst ihr selber wissen. Ihr könnt es so machen oder so. Ja, was ich noch ganz kurz ansprechen möchte, was der Atze angesprochen hat, was mir wirklich sehr schnell aufgefallen ist, und zwar bei dieser Pfanne her, sind diese Ränder sehr scharfkantig. Das ist mir wirklich aufgefallen. Ist jetzt keine große Sache. Ich würde jetzt ganz kurz ein bisschen bearbeiten, ein bisschen die Schärfe nehmen und auch bei diesem Griffstück hier vorne. Man sieht, wenn man den Griff jetzt zusammenklappt, ist es sehr scharfkantig. Ich will jetzt diese Kanten leicht wegnehmen, weil es natürlich schlecht ist, wenn die so am Rucksack liegt und Druck drauf kommt. Kann sein, dass man die Rucksackwand durchsticht oder halt verschiedenes Equipment, was drin ist, sprich ein Tab oder sonst was, und das muss wirklich nicht sein. Das ist überhaupt keine große Sache nicht, das schleife ich ganz kurz weg und dann passt das auch so. Also das kann ich bestätigen, das hat der Arzt auch sehr gut angesprochen und das ist wirklich so. Und ja, jetzt Schritt für Schritt, wie gesagt, will ich euch erklären, wie ich sowas behandelt. Da könnt ihr mir jetzt begleiten und wünsche euch viel Spaß dabei.
Ja, ich habe jetzt diese Kanten alle rundherum entschärft. Das war keine große Sache nicht, war 5 Minuten erledigt. Und dann gefällt mir das auch sehr gut. Jetzt gehen wir zum nächsten Schritt über, und zwar gehe ich jetzt in meine Wohnung rauf und dann werden wir diese Pfanne vor dem ersten Gebrauch einmal sauber reinigen mit Spülmitteln. Das ist unheimlich wichtig, weil, wenn man darüber fährt, merkt man es, es ist eine Fettschicht drauf, Korrosionsschutz, entweder Öl, ich kann es nicht sagen, oder es ist Bienenwachs, je nach Hersteller. Und das ist ganz wichtig vor dem Einbrennen, dass man das sauber auswischt. Also die Pfanne geht sauber ausgewaschen. Man kann ja jetzt mit heißem Wasser und Spülmittel die Pfanne füllen. Und man kann sie auch noch gut 20 Minuten so stehen lassen, damit sie wirklich das ganze Öl und alles löst. Ja, die Pfanne ist jetzt sauber gewaschen. Die hat keine Rückstände mehr drin und ist auch sauber trocken. Und jetzt packen wir es im Wald raus. Ihr seht es selber, ich habe ein wenig offene Fläche gewählt. Aus dem Grund, weil im Wald drin ist mittlerweile echt wahnsinnig gefährlich geworden. Also man hat sehr viel Schneebruch, was man sieht. Bäume hängen kreuz und quer durch die Last vom Schnee. Also das sollte man ein bisschen im Auge behalten. Und wenn man sich nicht sicher ist, auch ein bisschen gar nicht reingehen. Mit Kindern oder so gar nicht reingehen. Okay. Ich habe mir jetzt da ein wenig den Platz ausgesucht, ein bisschen offen, wie gesagt. Ich werde mir da jetzt eine kleine Bank herbauen, dass ich mir ein bisschen hersetzen kann. Ein bisschen Holz machen und dann Pushbox ausschmeißen und dann fangen wir mit dem Einbrennen von der Pfanne mal an.
Ja, zum Einbrennen von so einer Pfanne braucht man gar nicht viel. Man braucht ein Öl, in dem Fall ich nehme Leinsamenöl. Manche schwören auf Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Also ich habe sehr gute Ergebnisse erzielt mit Leinsamenöl. Dazu Kartoffelschalen und Meersalz. Ich denke, man kann auch normales Salz nehmen oder Grobsalz, das ist egal. Das Salz ist nur dafür da, dass man diese Bienenwachsschicht runterkriegt, wenn eine drauf ist, dass die besser reinigt. Und ansonsten braucht man gar nicht viel. Man gibt ein bisschen Öl rein, man brennt die Pfanne dann leicht an, das seht ihr jetzt dann gleich. Dadurch entsteht eine Polymerschicht. Also eine Polymerschicht ist nicht mehr wie eine Patina, wenn man sagt. Und eine Patina ist wiederum nicht mehr wie eine Antihaftschicht oder Rostschutz, Korrosionsschutz. Das braucht so eine Pfanne, weil sonst rost. Und wenn es das nicht hat, so eine Patina, dann brennt das ganze Essen nicht mehr an. Und deswegen wird so eine Pfanne nach jedem Gebrauch immer besser. Das ist die Schiene da. Okay, dann fangen wir mal an. Dann haben wir so die Kartoffelschalen, wie gesagt, viele sagen, man soll es hernehmen, viele sagen, man soll es nicht hernehmen. Bei mir ist es so, meine Oma hat die früher auch hergenommen zum Einbrennen von ihren Eisenpfannen und von dem her habe ich sie so gelernt und deswegen mache ich es auch so. Ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, keine Ahnung. Ja, ich reibe jetzt meine Pfanne sauber aus mit dem Öl und einem Tuch. Ich mache es außen auch ein bisschen, muss man aber überhaupt nicht. Außen ergibt es eigentlich nicht viel Sinn. Aber die Färbung ist schöner. Und ich mache es auch schon immer so und bei dem her mache ich es auch wieder so. Und dann gebe ich die Pfanne schön aufs Feuer. Man sollte es so machen, dass man die Pfanne langsam erhitzt mit dem Öl und nicht die Pfanne extrem erhitzt und dann das Öl reinschiebt. Das sollte man jetzt nicht machen. Also sprich, schön rein, man stellt es drauf. Dann geben wir uns in die Kartoffelschalen hinzu und das Salz und dann geht der Einbrenneffekt langsam los. Also meine Pfanne wird langsam schön braun und von dem her gebe ich jetzt ein bisschen mehr Öl hinzu, gebe die Kartoffelschalen und das Salz mit rein. Also mit dem Salz muss man auch nicht sparen, da kann man schon ordentlich reinhauen, das tut nichts. Über zwei wird zwingend in dem Fall. Und genau aus dem Grund macht man das da draußen. A ist draußen sowieso viel schöner hier drin und B raucht es unheimlich. Man kann es, wenn man einen guten Dunstabzug hat, da drin machen, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich mache sowas eigentlich gerne mehr draußen. Und die Kinder da anständig verkohlt sein, das ist überhaupt kein Problem. Genauso soll es auch sein. Und somit kriegt man anständige Polymerschicht oder eine Patina in dem Fall. Also ihr könnt diesen Vorgang jetzt ruhig zweimal, dreimal wiederholen, das ist kein Problem. Ich spare mir das Ganze, weil ich koche sowieso sehr oft jetzt drauf und von dem her wird diese Patina immer besser. Patina ist eigentlich, wie gesagt, eine Polymerschicht und Polymer bedeutet ja mehrschichtig. Kennen wir ja vom Kunststoff her. Und von dem her, umso öfter dass man die Pfanne hernimmt, umso besser wird es. Deswegen schmecken da Bratkartoffeln und so immer besser. Wenn man es jetzt rein nur mit Öl macht, würde ich euch empfehlen, wiederholt den Vorgang 3 bis 5 Mal. Ihr tut die Pfanne runter, lasst es abkühlen, wischt es sauber aus, ölt es neu ein, gibt es wieder rauf und wiederholt den Vorgang des Öfteren, bis ihr das gewünschte Ergebnis habt. Aber wie gesagt, man muss nicht machen. Also die Pfanne kühlt jetzt gerade ab,
und ich wische es sauber aus jetzt und dann schauen wir uns das Ergebnis einmal an. Ja, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das ist jetzt wirklich schön eingebrannt. Und jetzt habe ich natürlich noch einen Haufen Kartoffeln über. Und mit Bushcraft schmeißen wir ja nichts weg. Oder wir so überlisten. Ich mache mir so eine Bratkartoffeln sauber drauf. Und da gebe ich euch jetzt einen Tipp. Wenn ihr jetzt das erste Mal was kocht drauf, nehmt mehr Salz, beziehungsweise mehr Öl, Entschuldigung, mehr Öl wie üblich her. Beim nächsten Mal braucht ihr es nicht mehr. Nur beim ersten Gebrauch jetzt ein bisschen mehr Öl und dann passt es auch. Also ich muss jetzt sagen, das war ein Gedicht. Es hat sehr gut geschmeckt. Natürlich in so einer Pfanne, in so einer Atmosphäre, egal ob es kalt ist, warm ist, regnet, schneit, egal. Da schmeckt es einfach ein bisschen heraus. Und ja, ich weiß, Pfanneneinbrenner ist ein alter Hut. Mittlerweile ist ja jeder auf seinem Kanal. Aber um das geht es mir nicht. Mir geht es um das, dass ich euch das zeigen möchte, weil ich meinen YouTube-Kanal von Grund auf aufbauen möchte. Und ich finde, sowas gehört einfach dazu. Jeder soll wissen, wie man so eine Pfanne behandelt. Und jeder wird lang an sowas eine Freude haben. Und deswegen habe ich euch das gezeigt. Wichtig ist jetzt noch, ich möchte noch dazu sagen, bitte dort mal die Pfanne in die Spülmaschine rein oder dort es mit Spülmittel ausreiben. Ist nicht gut, da geht die Patina runter, dann brennt es wieder an, das ist nichts. Reibt es einfach mit Moos aus oder mit einem Tuch, fertig, und nehmt es das nächste Mal wieder her. Ich mache es seit Jahrzehnten so, also, ich lebe jetzt noch und von dem her passt es. Ja. An der Stelle möchte ich auch noch einen Atze im Buschpiraten danken, dass er mir den Anstoß gegeben hat, den Entschluss, dass er mir die Pfanne hält. Danke. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, ich werde sehr viel Freude haben dran. Und da wollte ich euch einmal fragen, was haltet ihr davon? Sollte man mit dem Atze einmal treffen? Vielleicht einmal einen Overnighter machen, ein bisschen Waldgeplauder, wie es ja nennt. Schreibt es in die Kommentarfunktion. Vielleicht oder Lust. Ich habe Lust dazu. Er ist sehr sympathisch. Und von dem her kann man sich gerne mal treffen. Ja, und ich lasse mir jetzt noch gut gehen raus. Ich will meinen Tag noch ein bisschen genießen hier raus. Und euch wünsche jetzt viel Glück, viel Gesundheit. Macht was aus eurem Leben. Und geht fleißig in die Natur raus. Wir sehen uns bald wieder. Macht es gut. Hört euch.